Wir schauen auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 und haben unseren Geschäftsbericht unter das Thema gestellt, verlässlich Zukunft gestalten. Verlässlich natürlich wesentlich in der Hinsicht, dass wir verlässlicher Partner für unsere Kunden sein wollen und jeden Tag mit unserer Mannschaft an einer hervorragenden Service-Exzellenz arbeiten, um unseren Kunden einen super Service anzubieten. Und auf der anderen Seite natürlich verlässlicher Partner für unsere Mitarbeiter zu sein, verlässlicher und attraktiver Arbeitgeber für unsere 2752 Beschäftigten in der SWK-Familie. Und die Hälfte davon arbeitet im Geschäftsfeld Entsorgung. Und auch hier haben alle Gesellschaften, die EGN, die GSAK, die EGK und viele weitere Tochtergesellschaften, einen großen Anteil an dem Gesamterfolg der SWK. Die Kolleginnen und Kollegen sind Alleskönner. Wir sind von der Logistik über die Aufbereitung, über die Sortierung bis hin zur hochwertigen thermischen Verwertung und stofflichen Verwertung und Recycling unterwegs. Die Kolleginnen und Kollegen bewegen jedes Jahr über 1,3 Millionen Tonnen Abfälle und Wertstoffe. Das ist eine beeindruckende Zahl. Und die Hälfte davon wird zur Energie. Abfall ist unser Rohstoff für unsere Müllverbrennungsanlagen in Krefeld und in Weißweiler. Wir produzieren Strom und Fernwärme und sichern natürlich zum einen die Entsorgung, aber wir stehen genauso für die Versorgungssicherheit, indem wir die Energie produzieren. Und das Thema Digitalisierung ist natürlich auch schon lange im Geschäftsfeld Entsorgung angekommen. Ein ganz aktuelles Beispiel ist unser bundesweit verfügbarer Containerdienst Coranto, wo es eine sehr kundenorientierte Plattform gibt, wo der Kunde sich bundesweit den passenden Container für sich aussuchen kann, ihn bestellen kann und natürlich bis hin zur kompletten Abrechnung damit auch mit digitalen Services unterlegt ist.